Und die FDP ist mitverantwortlich, dass die Union, vor allem aber die CDU, heute weiter heruntergedimmt wurde. Noch mehr, als sie nach dem katastrophalen Wahlergebnis ohnehin schon weit mehr im Schatten stand als Licht ausstrahlte. Was nun? Immer mehr Stimmen werden laut, die CDU müsse sich personell erneuern, während Armin Laschet immer noch auf eine Regierung mit Grünen und FDP hofft. Über eine Union in der Defensive. Christine Schwitzer. Die Ampel zerstört seine Hoffnungen, doch noch irgendwie zu regieren. Ausgeschlossen ist nichts, doch der Weg zur Macht scheint verbaut. Problem Nummer 1, die kleine Schwester. CSU-Chef Söder nutzt die Entscheidung der FDP als Steilvorlage, Jamaika nahezu totzureden. Jetzt haben wir allerdings eine Vorentscheidung und Klarheit durch FDP und Grüne. Beide setzen auf die Ampel, auch mit dem klaren Hinweis darauf, dass keine Parallelgespräche stattfinden, ist es jetzt entschieden. Das bedeutet, keine Hängepartie mehr, sondern jetzt ist Ampel die klare Nummer 1. Mit jedem Söder-Satz schwinden auch Laschets Chancen, Parteivorsitzender zu bleiben. Jamaika rückt in weite Ferne. Das spüren auch Laschets Kritiker. Problem Nummer 2, die eigenen Leute. Peter Altmaier kommt heute als Erster aus der Deckung. Soeben habe der Ampelzug den Bahnhof verlassen, twittert der Wirtschaftsminister. CDU und CSU sind Beobachter. Wir müssen jetzt unsere Hausaufgaben machen und zeigen, dass wir die Lektion vom 26.09. verstanden haben. So ähnlich sieht man es auch in Niedersachsen. Wir als Union müssen uns ehrlich machen. Wir haben die Wahl verloren und zwar sehr, sehr deutlich. Ich glaube, der Druck in der Bevölkerung ist sehr, sehr groß nach Veränderung. Darauf muss man sich einstellen und wir als Union müssen jetzt überlegen, wie wir uns neu aufstellen. Und dann sind da noch die Nachrücker. Die Jüngeren in der Partei fordern einen Generationenwechsel, mehr Mitsprache der Basis bei Personalentscheidungen und ein ehrliches Scherbengericht über das Wahldebakel. Hat Laschet nicht gesehen oder nicht sehen wollen, dass seine Macht schwindet? Problem Nummer 3, der CDU-Chef selbst. Laschet verliert Rückhalt in der Partei. Wohl auch deshalb will er weiter verhandeln. Die Entscheidung, mit wem man in welcher Reihenfolge spricht, liegt bei FDP und Grünen. Und deshalb unser Respekt für die Entscheidung. Wir stehen bereit als Gesprächspartner CDU und CSU. Nur wenige springen ihm noch bei. Die Kanzlerin gehört an diesem Tag zumindest nicht zu Laschets Kritikern. Armin Laschet hat deutlich gemacht, dass die CDU für Gespräche zur Verfügung steht, aber die CDU nicht das beste Stimmenergebnis hat. Und ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Der CDU-Chef ist mit der Entscheidung, die Ampel zu sondieren, weiter in die Defensive gerückt. Armin Laschets Verhandlungsspielräume sind heute noch kleiner geworden. Kirsten Gierschig im ARD-Hauptstadtstudio. Was bedeutet dieser Tag für Armin Laschet? Ja, für Armin Laschet bedeutet dieser Tag, dass seine Chancen, doch noch Kanzler einer Jamaika-Koalition zu werden, weiter schwinden. FDP und Grüne haben zwar eine Hintertür offen gelassen, dass man doch noch zu Gesprächen bereit sein würde, wenn eine Ampel nicht zustande kommt. Aber der Druck auf Armin Laschet aus den eigenen Reihen nimmt zu. Spätestens am Montag in den Gremiensitzungen der CDU könnte das noch mal deutlich werden. Was ihn bisher schützt, das ist, dass seine Gegner und potenziellen Nachfolger sich ein Stück weit gegenseitig neutralisieren. Weder Merz noch Spahn noch Röttgen haben die Sicherheit, dass sie genug Rückhalt in der Partei haben, aus einer offenen Revolte tatsächlich als Sieger hervorzugehen. Allerdings, was heute klar und deutlich geworden ist, ist, dass auf den Rückhalt von Markus Söder kann Armin Laschet definitiv nicht mehr zählen. Und warum hat der CSU-Chef heute Jamaika so brachial abgeräumt? Wer hat da im Moment welches Motiv? Ja, Markus Söder sieht die Dinge als CSU-Chef und bayerischer Ministerpräsident halt sehr stark aus einer bayerischen Perspektive. Und da könnte es sogar nützlich sein, denkt er sich vielleicht, wenn Jamaika und Armin Laschet scheitern, dann könnte er aus Bayern heraus den Oppositionsführer geben in den nächsten Jahren. Zudem könnte sich die CSU sozusagen als stabiler Anker innerhalb der Union profilieren, neben einer CDU, die sich im Nachfolgekampf ein Stück weit zerlegt und die sich auch erstmal in der Opposition zurechtfinden muss. Eingekeilt zwischen AfD und Linkspartei. Ein Problem, was ja auch noch ein bisschen unterschätzt wird, ist, dass die CDU ja dann auf Dauer quasi bei den nächsten Wahlkämpfen Wahlkampf machen muss gegen alle potenziellen Koalitionspartner, sowohl gegen die SPD als auch gegen die Grünen als auch gegen die FDP. Denn mit
Linkspartei und AfD gibt es ja Unvereinbarkeitsbeschlüsse aus guten Gründen. Ja, und dann steht der CDU ja noch neben der personellen Veränderung ein Richtungsstreit bevor. Der hat mit den Personen zu tun und die CDU muss sich die Frage selbst beantworten, in welche Richtung will sie gehen? Will sie wieder stark konservativ werden mit Friedrich Merz? Will sie konservativ, aber jünger werden mit Jens Spahn? Oder will sie eher links, also nicht links, mittig grün werden mit Norbert Röttgen? Vielen Dank für die Einschätzung. Kirsten Gierschig nach Berlin.